Ein Thema, das von vielen schon länger mal breite bearbeitet wurde. Und wenn man sich ein bisschen in die libertäre Literatur eingearbeitet hat, auch nicht weiter spannend ist. Trotzdem möchte ich die Problematik hier nochmal kurz umreißen für all jene, die sich das noch nie überlegt haben. Wir sind doch alle mündig, oder? Strafrecht funktioniert nur, wenn wir Menschen als mündig betrachten. All jene, die nicht mündig sind, können auch nicht haftbar gemacht werden. Alles hängt an dieser Mündigkeit. Also sollte man doch annehmen, dass der Staat die Bürger so behandelt, als wären sie mündig. Und glauben Sie, der Staat behandelt sie mündig? Lässt er ihnen die Freiheit, sich frei zu informieren und dann selber zu entscheiden? Überlegen wir einmal, es gibt doch diesen Verhetzungsparagraphen. Verhetzung ist verboten. Es soll eben niemand verhetzt werden, weil verhetzte Leute dann rassistische oder sonst wie menschenfeindliche Dinge tun könnten. Und der Staat will das nicht, dass solche Dinge getan werden. Das Gesetz zielt auf das Gefühl der Personen ab, das Gefühl, das beim Zuhörer der verhetzenden Worte entstehen könnte. Das soll nicht entstehen. Und da sollte eigentlich schon selbsterklärend verstanden werden, dass dieses Gesetz Unrecht ist. Ich meine, es ist sowieso Unrecht, da damit Worte verboten werden. Aber selbst innerhalb der rechtspositivistischen Vorstellungswelt sollte spätestens an dieser Stelle das Unrecht erkennbar sein. Selbst wenn die Annahme des Staates wahr wäre, wenn dieses Gefühl des Verhetztseins tatsächlich entsteht. Na und? Wir sind doch mündig und fähig, Selbstbeherrschung auszuüben. Führen wir den Gedanken an die Spitze. Nehmen wir den charismatischsten Menschen der Welt, den Weltmeister in Rhetorik, den weltbesten Verhetzer, denjenigen von allen 9 Milliarden Menschen der Welt, der die Verhetzung am besten beherrscht. Und nun stellen wir uns weiter vor, wir hören diesem weltbesten Verhetzer eine Woche lang zu. Jeden Tag 8 Stunden Verhetzung auf Weltmeisterniveau. Und was ist danach? Danach sind wir alle immer noch selber für unsere Taten verantwortlich und nicht der Verhetzer. Das ist das Wesen der Mündigkeit. Wir sind selbst verantwortlich. Sind wir es nicht, sind wir nicht mündig. Mit dem Gesetz wird uns allen die Mündigkeit abgesprochen, denn bei mündigen Menschen wäre es völlig egal, ob ein Gefühl des Verhetztseins erzeugt wird oder nicht. Die Verantwortung für das eigene Handeln bleibt immer bei uns selbst. Danke für deine Zeit.